Wie heftig ist bitte die Transferperiode vom VfB Stuttgart? Halten die diesen Kader zusammen, spielen die um Europa. Erstmal haben die im Tor Fabian Bredlo gegen Alex Nübel ausgetauscht und wenn ihr mich fragt, klingt das nach deutlich mehr Klasse. Wenn man jetzt noch Konstantinos Mavropanos halten könnte, hätte man mit dem Griechen, mit Waldemar Anton und Hiroki Ito eine der Top 5 Abwehrketten der Liga, dazu mit Joža Vagnumann, den Nationalspieler, auf der rechten Schiene und wenn dann noch Borna Sosa bleibt, wäre das komplett gestört. Sollte der Kroate gehen, blieb nur noch Maxi Mittelstädt und dann müsste man meines Erachtens noch was tun. Im Mittelfeld ist Atakan Karasor grundsätzlich solide, Wataru Endo für mich einer der unterschätztesten Sechser der kompletten Liga, unglaublich, was der wegräumt. Und dann hat man links die Auswahl zwischen Wu Yeung-Yeung, dem Neuzugang vom SC Freiburg, und Silas. Und wenn der zurückfindet zu der Form von vor 2-3 Jahren, ist der eine absolute Maschine. Rechts Enzo Mio, der Relegationsheld der letzten Saison. Man hätte auch noch Chris Führig in der Hinterhand. Und vorne drin eben Neuzugang Dennis Undaf, eine richtig geile Verstärkung. Und wenn es richtig gut läuft, hält man auch noch Serhou Guirassy und dann ist man im Sturm doppelt hervorragend besetzt. Ich glaube, bis Platz 5 ist alles drin. Was sagt ihr?